Mind Vlogbuch. Klingt komisch. Stimmt auch. Wenn du wissen willst, wo wir sind hier in Frankfurt. Guck mal, da ist die EZB. Siehst du die? Die haben das Geld und wir haben die Videos. Kreativ wie Sch. Buja. Ja, ich bin hier gerade in einem sehr schönen illustrierten Projekt und werde mich jetzt um Sachen wie die Beleuchtung in der Szene und das Environment kümmern, dass wir so einen stärkeren Lichtsaum haben und all solche Sachen. Ja, und dann wird das am Ende hoffentlich ganz viel Lust und Laune auf ein Produkt machen und viel weihnachtliche Stimmung aufrufen. Wir gehen jetzt nach Kolumbien, aber nicht wirklich, sondern nur ins Sounddesign. Da sitzt Mariana und da reden wir über Musik. Wir machen eine schöne neue Komposition. Hola! Hola! Wie geht's dir? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Was machst du gerade? Was schneidest du gerade? Ich mache jetzt eine Stimme für diese Charakter, für sie. Wer spricht sie von uns? Ich. Du? Ich. Nein. Willst du etwas lustig hören? Du hast... Marianne vertont die Frage. Nochmal. Das hast du gerade gemacht. Ja, nochmal? Genau. Nochmal? Nochmal. Und diese? Genau, noch einmal. Wir mit Sound. Boah. Ziemlich eklig. Eklig, ne? Sie ist eine Soundmaschine und wenn sie mal keinen mehr hat, genau, dann kommen wir die hier. Cool. Das ist unsere Soundmaschine. Das ist unsere Soundmaschine. Ja. Und das, aber eher das. Ja, genau. Ja, da. Du hast die neue Logo-Animation gesehen. Ein bisschen ruckelig. Wir bei Mind, wir mögen es ruckelig. Mind, verdammt gute ruckelige Videos. Ja. Das ist irgendwie am geilsten, was man in der Mitte ist. Ja. So, irgendwie hatte ich das Gefühl, das wäre ganz gut, wenn man es ein bisschen verpackt macht. Gerne auch so in diesen Bullets. Weiß ich nicht, was der Kunde da einem liefern kann. Also irgendwie seit dem Video sind die und die Conversions und so viel Prozent gestiegen oder so. Fehlt irgendwas? Ziemlich rund so das Ganze. Also ja. Ich finde es echt cool. Wahnsinn. So, das finde ich halt auch vom Feeling hier so geil. So, wir haben jetzt einen Call mit einer sehr, sehr großen, mit einem großen Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und Beratungsgesellschaft. Das ist schon der zweite Call. Klar geht es im ersten immer darum, erstmal zu gucken, wo liegen genau die Bedürfnisse, was setzen wir für einen Stil um, also auch schon super interessant. Aber im zweiten Gespräch kommt es immer nochmal darauf an, okay, wann geht es jetzt genau los, wie stellen wir das Team zusammen für einfach das Kickoff-Gespräch, um einfach dann genau zu sehen, wie wir die Bedürfnisse oder das Ziel im Besonderen ganz, ganz genau einfach abholen können. Also wie können wir das Ziel erreichen? Und das müssen wir mal rausfinden, wo es hingeht und wann wir im Prinzip auch starten können, weil es auch ein bisschen zeitkritisch ist tatsächlich. Und ja, das finden wir jetzt mal raus. Hallo Janik Born hier von Mind. Weil sie natürlich dann auch super viel an der Stelle zu sagen haben, das ist doch ganz verständlich und wir einfach an der Stelle nochmal die Experten einfach für die Kommunikation sind, die dann auch einfach wirklich hier nochmal die Hand drauf haben und wirklich nochmal schauen, okay, was ist denn wirklich wichtig, was für Kernbotschaften müssen wir einfach rüberbringen. Ne? Und deswegen macht es Sinn, sich dann nochmal zusammenzusetzen, glaube ich, für die Laufzeit auch. Super, alles klar, ich melde mich per E-Mail und dann freuen wir uns auf jeden Fall auf das Projekt und sollten nochmal Fragen aufkommen, jederzeit gerne mal melden. Sehr, sehr gerne, bis dann, Frau. Ciao. Marleen,
Jetzt müssen wir auch nicht mehr leise sein. Marlene, erzähl uns, was machst du gerade? Ich lese gerade den neuen Blogartikel ein. Video Marketing KPIs ist heute das Thema. Marlene, weißt du denn, was Video Marketing KPIs sind? Das lerne ich jetzt in diesem Blogartikel. Also wenn ihr auch wissen wollt, was Video Marketing KPIs sind, dann Podcast hören. Ihr neues Video ist absolut großartig geworden. Doch nun wollen Sie wissen, ob Ihre Zielgruppe ebenso begeistert ist wie Sie? In diesem Artikel stellen wir Ihnen die wichtigsten Kennzahlen vor, mit denen Sie den Erfolg Ihres Videos messen können. Ja, mein Vlogbuch. Wenn das jetzt geil war, dann machen wir das öfter. Okay? Gerne, Papa.